Kommt eine Kuh in eine Bar, sagt der Barkeeper «Hoi», sagt Kuh gern. Late Night Switzerland mit M. Joghurt pur. Und jetzt, aus dem Kaufleuten Zürich, Late Night Switzerland. Heutige Gast, Helga Schneider. Bitte begrüßen Sie das ganze Stück Fleisch. So! Der Sommer ist da! Der Sommer ist da! Schweizweit sommerliche Temperaturen. Herrlich war das Wochenende, oder? Man hat es richtig gemerkt, die Fauna ist verwacht, oder? Die Vögel haben zwitschert, die Grillen haben zirpen, die Säule haben brutzelt. Und ich bin einfach nur froh, ist diese Woche nicht der Chris von der Ort zu Gast? Wegen? Oder? Sonst wäre ich nicht Sexiest Man am Grill, oder? Das stimmt. Ja, ist so. Ein guter, ja. Ja, es war einiges los diese Woche. Am Freitag ist der Abstimmungskampf rund um die Krankenkassenprämie lanciert worden. Am 9. Juni stimmen wir ja unter anderem über eine Initiative ab, die verlangt, dass wir maximal 10% vom verfügbaren Einkommen für Krankenkassenprämie ausgeben dürfen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, oder? Verfügbares Einkommen, ist da gerechnet Anfang oder Ende Monat? Das ist noch entscheidend, oder? Ja, und es ist auch völlig kompliziert formuliert. Oder? Bei der 13. AHV haben sie es mega einfach gemacht. Wieso machen sie es dann nicht auch so? Anstatt 12 Monatsprämie, einfach 11 Monatsprämie. So, voilà. Das wäre einfach. Oder sonst könnt ihr mal bei der Krankenkasse Halbierungsinitiative machen. Ja. Das würde helfen. Ja, und dann 13. AHV, günstigere Krankenkasse. Was will die SP als mehr als nächstes? Was wollen sie? Günstigere Wohnungen? Nein. Wie kommt es noch? Ja, aber die Schweiz stimmt am 9. Juni nicht nur über Krankenkassenprämien ab, sondern auch über eine neue Initiative der Massnahmengegner, die sogenannte Stopp-Impfpflicht-Initiative. Massnahmengegner, wirklich hartnäckiger als Long-Covid, oder? Aber endlich passiert mal etwas in dieser Diktatur. Jawohl! Wir haben jetzt erst dreimal über das Covid-Gesetz abstimmen. Ja. Erst dreimal. Und erst jetzt können wir über die nicht vorhandene Impfpflicht abstimmen. Oder? Wie wir da behandelt werden. Ja, es ist Zeit, dass etwas geht. Ja. In dieser Initiative geht es unter anderem um das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das bedeutet dann gleichzeitig natürlich auch das Ende der Musik von DJ Antoine. Aber ganz korrekt heisst die Initiative eigentlich so. Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Ja, das ist wenigstens gut zusammengefasst. Einer, der vermutlich wird ja stimmen bei dieser Initiative, ist der ehemalige Bundesrat Ueli Maurer. Der hat ja gestern vor den Massnahmengegnern eine Rede gehalten und dort gesagt, er sei nicht sicher, ob Corona eine Pandemie war. Ja, vielleicht war es einfach nur ein weltweiter Bananenbrot-Bach-Wettbewerb. Ja. Ich meine, Ueli war damals ja auch nicht sicher, ob die CS eine Bank ist. Also, ja, aber er hat eben an diesem Vortrag gehalten, vor 400 Leuten hatte er Platz gehabt, aber nur 200, die dann gekommen sind, offenbar hat die Hälfte gesagt, keine Lust. Ja, scheint ein bisschen so. Ja. Viel Lust hat dafür Europa, und zwar auf unseren ESC-Act Nemo. Die Wettquoten sehen sehr gut aus. Viele sagen jetzt sogar einen Sieg voraus. Es kommt aber das Problem, das wir ja auch schon aufgezeigt haben, hier bei Late Night Switzerland. Kann sich das SRF bzw. die Schweiz den ESC überhaupt leisten? Ich bin mir sicher, wenn es so weit kommt, wird der Bund sagen, schau, das ist die Sache der Kantone. Das müssen die machen. Ja, und dann müssen wir einfach ganz schweizerisch die Locations anfragen. So, ist da noch frei? Können Sie mit den Füßen runter tun? Ja. Ja, zahlen müssen wir es natürlich mit unseren Gebühren. Wobei ich ja finde, Serafe klingt eher wie eine Sängerin aus Moldawien, oder? So. Aber irgendwie würde sich der Kreis wieder schliessen, oder? Nemo ist non-binär.
und das SRF nachher non-liquid. Also von dem her. Fair. Und ich sehe langsam ein Muster. Oder? Bei allen Sachen mit 3 Buchstaben haben wir Probleme mit der Finanzierung. AHV, ESC, SRG. Ja, ja. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, um das finanziell irgendwie zu stemmen. Oder? Und das ist, dass wir das im Rahmen des eidgenössischen Schwingfest veranstalten. Oder? Wieso nicht? Ja. ESC heisst ja eidgenössischer Schwingcontest. Also, ja. Gibt dann sicher auch mega lustige Schnittmenge so beim Publikum. Kann man so eine Mutprobe machen und beim Schwingen die Leute mal nach dem Pronomen fragen. Ja. Oder wir machen jetzt einfach nur mal zu Malmö. Es steht alles, es funktioniert alles. Und die Schweiz und Schweden können es wieder auch auseinanderhalten. Wär gelöst. Ja, ja. Wir bleiben gerade in Europa. Dort ist ein Einfuhrverbot für Jagdtrophäen von gefährdeten Tierarten in Diskussion. Das hat der Präsident von Botswana so hässlich gemacht, dass er angedroht hat, 20'000 Elefanten auf Deutschland zu schicken. Gut, die Deutschen sagen jetzt, ja, das können wir nicht machen, oder? Da kommen zu viele und es kommen die zu grossen. Ja. Und wenn ich das politische Klima in Deutschland so anschaue, dann sind dann, glaube ich, wirklich 20'000 Elefanten lieber als 20 Säurer? Schon ein bisschen. Ja. Und sind wir ehrlich, die Elefanten würden Deutschland gut tun. Wenigstens 20'000 Einwohner mit einer ausprägten Erinnerungskultur. Ja. Und es brauchen. Ja, und es würde passen, weil wenn du von Afrika auf Deutschland kommst, oder, dann brauchst du auf jeden Fall eine dicke Haut. Ja, allerdings. Ja. Gut, man muss schon ein bisschen verstehen, dass die Europäer wenigstens Trophäe von gefährdeten Tierarten jagen wollen, weil alle anderen Trophäen hat ja schon der Marc Odermatt. Ja. Mehr News-Themen von der Woche besprechen wir wie immer am Donnerstag in unserem Podcast «Comedy Männer». Jetzt möchte ich euch aber zuerst ein leicht verstörendes Bild von unserem Reporter Milan Milanski zeigen. Das ist der Milan mit seinen 2 Cousins und ja, er hat eine echte Waffe in der Hand. Er hat uns versichert, dass das in seiner zweiten Heimat Serbien ganz normal ist. Und wir haben dann gewusst, gut, er ist in dem Fall der richtige Mann, um an die internationale Waffensammlerbörse in Luzern zu schicken. Was haben der Durchschnittsamerikaner, die Schweiz und Leonardo DiCaprio gemeinsam? Sie alle stehen auf scharfe Schüsse. Ich bin an der Waffensammlerbörse in Luzern, um herauszufinden, warum. Schon falsch. Und das Ziel ist gleich. Ja, das ist scheiße. Ah, fuck, okay. Scheisse. So. Schau, dafür bin ich ausgestattet. Siehst du? Ja, das ist... Oh. Is this the gun that Lincoln was shot? This is... no. Being this size, you'd have trouble sneaking it into a theater. Well, I would know where to sneak it in. Sie haben Revolver geschossen früher, oder wie? Der Mann und die Kinder, also die Söhne, haben mir einen Revolver zum Geburtstag geschenkt. Ich finde, ich bin fast parat. Mir fehlt aber schon noch das Skilei, oder? Dankeschön. So. In dieser Ledermontur bin ich jetzt ready zum Jagen. In Berlin. An einer Fetischparty. Hit me, baby, one more time. Oh, baby. Der Helm ist so schwer wie ich. Kompensiert man mit so einer Waffe etwas? Es gibt sicher Leute, die machen das. Das ist jetzt ein klassischer amerikanischer. Also so eine School-Shooting-Gun. Ja, kann man so sagen, ja. Oh, say, can you see? Na, 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 light. Und das ist meine Art vom Abschießen. Also, eine Waffe bekomme ich jetzt nicht. Oder irgendwie. Ja, da müsstest du einen Stock weiter oben bei der Kantonspolizei Luzern melden. Polizei? Wo? Ja. Du musst ganz langsam abdrücken. 96, hey, fast 100, sehr gut. Hey. 96 von 100 Punkten und das, obwohl ich offiziell untauglich bin. Papi wär stolz. Bis sie hoffentlich auch. Zurück ins Studio. Der Grill schon weg. Ja. Der Grill schon weg. Schade, schade, weil
später bei uns in der Sendung zu Gast auch ein richtig geiles Stück Fleisch. Helga Schneider. Wobei mir das heute glaub, nicht mehr so sagt. Vielleicht geht gut, wenn man mit einer Comedy-Frau darüber reden könnte, was man noch sagen soll und was nicht. Deine Aufgabe, Michael, ist ja für sie, ein Gastgeschenk zu finden. Ja, und wie immer bis jetzt bin ich mal online gegangen, habe mir ihren Namen eingegeben und geschaut, was gibt es so zu kaufen von ihr, oder? Und habe da eine CD gefunden von früher. Und da muss ich sagen, die hat mal richtig gut ausgesehen. Also, weißt, im Vergleich zu heute, oder? Ja, ja, wobei, gerade wird viel verwechselt. Also, es gibt jemanden, die das Leute-Tickets kaufen und dann beim Helga Schneider in der ersten Reihe aufstehen und sagen, ich habe Helga wählen. Ja. Kommt vor. Ja. Und dann bin ich weiter und habe gelesen auf ihrer Website, dass sie diesen Sommer im Zelt unterwegs ist. Aber gut, wenn sie im Zelt spielt, oder? Camping, der braucht eine Campingausrüstung. Und dann habe ich das als Campingtisch gefunden. Schön. Wo mir jetzt noch gefallen hat, oder? 39 Franken wäre auch noch im Budget, kann man noch mitbieten. Und dann spannend etwas, was ich im Beschreib gefunden habe für den Campingtisch. K70er oder 80er Jahre. Okay. Oder? Und das sage ich ja mal auch, wenn mich jemand fragt, was ich für einen Jahrgang habe. Oder? Ist es nicht so genau, irgendwo 70er, 80er. Und dann habe ich noch mal etwas gefunden, was mich. Oder? Ein bisschen weiter runter. Denke so bis 80 Kilo. Oh! Darüber eigenes Risiko. Und da muss ich sagen, ist auch das, was ich einmal antworte, wenn jemand fragt, wie schwer ich bin. Ja, ich denke so 80 Kilo. So. Und dann wollte ich das Ding kaufen. Dann hat es mir leider jemand weggeschnappt. Ja, etwas anderes müssen nehmen. Was es ist, das zeigen wir nachher. Jetzt sind wir sehr, sehr gespannt. Passend zu der Reportage von Milan von vorher, haben wir diese Woche auch von euch Vorschläge bekommen. Wir zwei sollen doch als Untaugliche mal das obligatorische Schiessen, ohne Üben. Und jetzt heisst es zwar ohne Üben, aber in dem Fall ist Sicherheit halt mega wichtig. Und darum haben wir zuerst eine kleine Einführung bekommen. Ja, das ist mega wichtig und nötig gewesen, oder? Der Präsident vom Schützenverein hat es mal zur Seite genommen und so die wichtigsten Sachen erklärt, nicht, dass man da mir zwei Untauglichen irgendwie ins Eich anrichtet und hat müssen sein. Ja, auf jeden Fall. Es stattgefunden hat das Ganze in Zürich Hönk. Zuerst mal haben wir die wichtigsten Regeln beim Schiessen gelernt und es ist gut gewesen, haben die uns Profis an die Seite gestellt, weil wir haben ja schon beim einfachsten Quiz ein bisschen Mühe gehabt. Wir haben 10 Sekunden für die richtige Antwort. Okay. Was ist das Gefährliche an einem Gewehr? Patronen. Der Lauf. Beides falsch. Der Mensch, der sie in der Hand hat. Natürlich! Ja, ja, aber du darfst es nicht so unter Druck setzen. Okay. Und wir kommen jetzt noch zum Letzten. Damit die Schüsse wirklich gut kommen, müssen wir auch noch lernen, richtig schnaufen. Ja, einschnaufen, Schnaufheben, abdrucken. Bravo. 100%. Also, wir sind fertig mit dem Quiz. Wir kommen zum praktischen Teil. Ja, legen wir los, oder? Okay. So herliegen. Und so. Ich kann halt sagen, den Augen zu. Kennen Sie die dicken Seerobben am Strand von Kalifornien? Ja. So sieht das aus. Johann, haben wir eine Augenklappe, bitte? Du hast eine Augenklappe? Ja. Jetzt ist die Waffe scharf. Jetzt ist die Waffe geladen. Jawohl. Und gesichert. Schub, ich bin nervös. Dann kann ich jetzt gehen. Ja. Super, schön in der Mitte. Bisschen höher. Und im Übrigen lasse ich dich jetzt alleine. Beim Schiessen ist man immer allein. Und wenn man gut trifft, bleibt man es auch. Scheiße, ist das geil! Jetzt macht es eine Laune! So, fertig. Jetzt kommt die B-Scheibe dran. Ah, jetzt wird es tief. Stell dir vor, es ist Foxy. Wir haben nicht viel denken, oder? Genau. Nicht viel denken, in dem ist schon mega gut. Ja. Ach so, ja. Einmal das Menü 13 gern. Frisch geschossene Ente. Ich muss schnell absitzen. Es ist Konzentration. Das ist brutal. Wie viele Punkte haben wir jetzt gemacht? 57. 57, das heisst, das Obligatorische wäre bestanden. Erfüllt, gratuliere. Danke vielmals. Noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Ist eine Vorgabe. Ja. Ist eine Vorgabe. Aber es hat Spass gemacht, gell? Ja. Es hat mega Spass gemacht. Wirklich Spass gemacht. Kurz vor Schützenverein. ja, es ist wirklich. Ja, ist es so. Also, fast hätten wir uns eine eigene Waffe gekauft und da wären wir in der Schweiz ja in bester Gesellschaft. Zwischen 2 und 4 Millionen Schusswaffen sind in der Schweiz schätzungsweise im Umlauf.
Durchschnittlich hat es in einem Viertel von Schweizer Haushalt eine Schusswaffe. Schätzungsweise? Also, es wäre schon noch gut, wenn man es ein bisschen genauer wüsste, als auf rund 2 Millionen Differenz. Ein Waffenregister hat das Schweizer Volk aber abgelehnt. In Sachen Waffenbesitz sind wir auf jeden Fall Weltspitze. Die Schweiz hat einen der höchsten Waffendichten pro Kopf. Sie steht an vierter Stelle hinter den USA, Jemen und Serbien. Ja gut, Waffendichte ist jetzt noch nicht so gefährlich wie Dichte mit einer Waffe. Und so eine Waffe ist bei uns in der Schweiz ja schon fast ein Familienmitglied. Was bedeutet das Gewehr für Sie? Die zweite Frau. Gut, die Frage ist, wer knallt wer. Wir Schweizer haben unser Gewehr so gern, wir gehen mit dem zum Beispiel joggen, langläufeln oder wir wollen die Geschichte noch mal so richtig näher erleben. Ich befasse mich auch viel mit dem amerikanischen Bürgerkrieg und so, mit diesen ganzen Westengeschichten und hat er gute Sachen? Ja, ganz gute Sachen, ja. Ich würde gerne alles nehmen, aber das Budget langt leider nicht. Ja, für Styling hat das aber sicher nicht ausgegeben. Fehlendes Budget ist aber wirklich fast das einzige Hindernis auf dem Weg zu einer eigenen Waffe. Ansonsten muss man jetzt nicht mega viele Anforderungen erfüllen. Mündig sein, darf keine Vorstrafen haben und muss bestätigen, dass man fähig ist, mit einer Waffe umzugehen. Mist, am letzten Punkt scheitert du, Alimur. Scheiße, Ueli, du blätest voll. Ja, macht nichts. Gut, der Schlag auf den Kopf erklärt immerhin seinen Auftritt gestern. Die stärkste Zunahme an Waffen gibt es in den letzten Jahren aber im Verschwörungsmilieu und bei jungen Männern. Einer der Hauptgründe, warum aber auch viele ältere Leute so viele Waffen zuhause haben, ist das Militär. Man konnte ja dann das Gewehr behalten, nachdem man nicht mehr eingeteilt war. Und das hat dann dazu geführt, dass sehr viele Witwen hatten dann plötzlich Gewehr im Keller, im Estrich. Na, und was ist jetzt? Ja, jetzt holen sie sich damit die 13. AHV. Ja, das ist okay. Obwohl man seine Waffen auch könnte im Zeughaus lagern könnte, macht das nur einen Bruchteil der Armeewaffenbesitzer. Die Frage ist ein bisschen, für was braucht man die heimischen Waffen? Niki, was machen Sie denn, wenn jetzt Nacht Sie alleine daheim sind und es läutet an der Tür? Also, dann würde ich glaube meine Waffe holen. Ich würde sie jetzt vielleicht hier hinten haben. Wer ist da? Und wenn ich keine Antwort bekomme, würde ich nicht aufmachen. Wer kennt sie nicht, oder? Die Einbrecher, die zuerst läuten, bevor sie hier kommen. Tatsächlich ist Selbstverteidigung aber das meist genannte Argument, warum jemand eine Waffe daheim will, um sich und seine Familie zu beschützen. Wie dem? Der meine Tochter anlenkt, der macht da nur einmal. Und dann würde ich sehr wahrscheinlich schon zur Waffe greifen. Das Trick hat etwas abgegeben, nicht? Und, schau, wenn sie deine Gene hat, musst du wirklich keine Sorgen machen, dass jemand sie anlangt. Ist nur ein Witz, ist nur ein Witz. Bitte mach mich nicht. Bitte mach mich nicht. Wobei rein statistisch gesehen, muss ich auch nach dem Witz keine Angst haben. Die Mordrate durch Schusswaffen im Jahr 2019 liegt bei 0,2 pro 100.000 Einwohnern. Das ist 20 Mal weniger als in den USA. Oder kurz gesagt, wir zielen 20 Mal schlechter als Dobbys. Die Chance, von einer Schusswaffe umgebracht zu werden, ist kleiner als ein natürlicher Tod sterben, während der Song läuft. Müssen dieses Leben, bis wir sterben, den Turgen. Ah, mit der Waffe geht es aber zum Glück schneller. Wir haben also 20 Mal weniger Mord durch Schusswaffen als die Amis. Jetzt kommen aber die schlechten Nachrichten. Weltweit sind wir auf Platz 2 bei den Schusswaffentoten pro Kopf. Bei uns trifft es halt meistens die eigene. Von 220 Schusswaffentoten sind 200 Suizide. Im Jahr zuvor waren es nur 155 Tote. Rund die Hälfte von denen hat mit einer Armeewaffe stattgefunden. Und das hat einen einfachen Grund. Je militarisiert eine Gesellschaft ist, desto höher ist dieses Risiko, dass es Schusswaffentote gibt. Ein weiteres Problem sind die sogenannten Femizide, also Tötungen von weiblichen Personen aufgrund von ihrem Geschlecht. Und das passiert erschreckend oft. Jeden Monat werden in unserem Land 2 Frauen im familiären Umfeld getötet und noch viele mehr mit Waffen und anderem bedroht. Nicht zuletzt darum rüsten die Frauen auch immer mehr auf. Und wir haben gedacht, da wollen wir mal genauer nachfragen bei einer Frau aus unserem Team und schalten darum zu der Nadja Kuthardt. Hi, Nadja, hörst du mich? Nadja? Hoi! Hey, die Verbindung ist irgendwie ein bisschen schlecht, aber es sollte, glaube ich, schon gehen. Ja, okay. Stimmt das, dass du eine Waffe daheim hast? Ja, ja, ich habe einen ganzen Schrank voll. Oh mein Gott, ich liebe es. Und vor allem den Duft, gell? Den finde ich so geil. Okay, und was bringt dir das?
Also, sind ja nicht alle für mich allein, gell? Also ich verteile sie dann auch gern. Du machst was? Ja, also wenn ich eingeladen werde zum Beispiel, nehme ich gerade ein paar mit. Und gell, die Kinder, die stürzen sich dann amigs drauf, das ist krass. Also Entschuldigung, das ist doch nicht für Kinder. Ah, jetzt kommt der Moralist mit seiner übervorsichtigen Erziehung. Also, schau, ich persönlich finde, man sollte den Kindern nicht alles verbieten. Ja schon, aber also das ist jetzt schon mega gefährlich. Ja, also klar, du musst schon ein bisschen wissen, wie du damit umgehst, gell? Also du musst es gut einfetten, du musst schauen, dass die Finger nicht einklemmst und so weiter und so fort. Aber also ich kann dir im Fall mega gerne mal ein paar mitnehmen in die nächste Sendung zum Beispiel. Oh Gott, bitte nicht, nein. Aber ist das nicht auch ein mega teures Hobby? Also es geht. Also ich meine, ich kaufe sie nicht, ich mache sie ja selber. Also von dem her. Was, du machst sie selber? Ja, also es ist voll easy, gell? Also im Internet findest du alle Informationen. Okay, Nadia, ganz ehrlich, ich finde, du gehst ein bisschen zu locker um mit dem Thema Waffen. So, jetzt ist die Verbindung wieder mega schlecht. Büssi, sorry, hast du irgendetwas gesagt von Waffen? Ja, wir haben es davon, dass im Schweizer Haushalt etwa 3 Millionen Waffen rumliegen. Büssi, ich rede von Waffeln. Waffeln! Da! Ein Waffenleisen! Sorry, welcher hure Psychopath hat Waffen daheim? Sorry, also wie denkst du von mir? Hast du eine Waffel, Mann? Also die machen ganz bestimmt keine selber gemachte Waffeln. Das stimmt schon. Zum Glück schwer bewaffnet und nicht schwer bewaffnet. Nadia Kodaj, meine Damen und Herren. Zusammengefasst kann man sagen, eine Waffe zu Hause haben macht keinen Sinn. Außer man braucht sie beruflich oder man ist ein verantwortungsvoller Sportschütz. Die darf man auf keinen Fall in die Nähe von Waffenfreaks rücken. Aber alle anderen brauchen eigentlich wirklich nicht eine Waffe daheim. Das sagt sogar der Waffenhändler. Wir raten kategorisch von dem Erwerb für Selbstverteidigung ab, weil wir wollen nicht, dass der Schütze oder unser Kunde oder unser Freund vom Opfer zum Täter wird. Ja, ich meine, ich verstehe es, wenn man in Kriegszeiten Angst hat und vielleicht sogar findet... Das Militär ist auch nicht wirklich da, um uns zu beschützen. Darum denke ich, wir müssen uns selber beschützen. Ja, wir haben darum einen Angriffskriegsexperten gefragt, ob er das Gefühl hat, eine Pistole zu Hause kann gegen seine Truppe etwas ausrichten. Und er hat gesagt... Sie haben mich zum Lachen gebracht. Gott segne Sie. Ja, dich aber nicht. Zur Sicherheit bin ich aber gleich noch das obligatorische Schiessen im Rahmen des Ohne Üben. Der Michael hat ja ordentlich gut vorgelegt. Wie viele Punkte haben Sie jetzt gemacht? 57. Jetzt ist entsichert. Wenn du jetzt abdruckst, dann klopft es. Ich habe 14 nach der ersten Runde, oder? Im Moment ist Gleichstand 14-14. Schau, jetzt hat er schon 3, das ist doch gut. Ja. Es ist eben das Glück, die ganze Figur gibt eben 3, oder? 10 Schuss vor sich. Potenzial von 40 Punkten nochmal. Also ihn nehmt ihr sofort den Kopf. Ja komm, hör jetzt auf! Die würden wir noch ein bisschen schauen. Jetzt, die letzten 5 die gehen jetzt noch mal in die Mitte, ist klar. Gib mir Mühe. Lass jetzt schnell, Büssi. Dir fehlen nur noch 6 Punkte, um mich zu schlagen. Wollt ihr nicht unter Druck setzen? Das ist gut. Meinst du, könntest du vor die Scheibe stehen? Das würde mir helfen. Fertig. 68. Ja, klar. Ja. Schützenkönig. Was sagst du zu unseren Leistungen? Die Leute können gar nicht gehört, muss ich sagen, das ist ja viel. Der Stefan hingegen hätte auch eine Auszeichnung bekommen. Die kannst du sammeln über die Jahre. Und wenn du so und so viel Karte hast, gibt es ein Abzeichen. Aber jetzt gibt es doch kein Abzeichen für ihn, oder? Jetzt gibt es wieder ein Abzeichen. Ja, ja. So gut ist dann auch wieder nicht gewesen. Okay. Also ist eigentlich nichts unter dem Dreier bei dir, oder? Das ist sensationell. Im Gegensatz zu meiner Schulzeit. Ja. Ja, ist gut. Erzählen, oder so.
Sieht langsam düster aus. Hast du gut gemacht. Ja. Hast du wirklich gut gemacht. Ja, nicht mehr dran geglaubt. Ich habe wirklich gemeint, ich hätte dich. Ja. Ja, du wirst wieder eine Chance bekommen, Vorschläge jederzeit via Website. Unser heutiger Gast, der jetzt gerade kommt, ist seit 35 Jahren auf der Bühne von diesem Land unterwegs. Sie ist eine der erfolgreichsten Kolleginnen. Wir sind schon oft zusammen auf der Bühne gestanden, aber bei ihr ist es ein bisschen wie mit dem Schilberg Retz. Man sagt sich aus Respekt immer noch sie. Ja. Darum bitte begrüßen Sie mit allem Respekt die geilste Rampensau von der Comedy-Szene. Das ist Helga Schneider! Ist Zeit geworden, Frau Schneider. Schön, dass Sie da sind. Entschuldigung, mein Fehler. Es steht da das Wasser. Können wir noch ein Güppli haben für Frau Schneider, bitte? Oh, nein, nein, heute nicht. Heute ausnahmsweise nicht. Nein, das ist gefährlich da. Also, was soll an einer Comedy-Show gefährlich sein? Ja, heute als Komikerin bist du permanent auf einer Gratwanderung nach dem Absturz. Gut, das könnte auch ein bisschen mit Ihrem Güppli-Konsum sonst damit zu tun haben, oder? Nein, nicht vom Alkohol. Ich meine, du bist auf Nadeln. In Ihrem Alter noch? Nein, ich meine es als Metapher. Ach so. Du bist ja heute. Da lauert überall verbale Tretminen. Du laufst heute permanent auf einem ganz dünnen Weg, auf Glattis, auf einer Gratwanderung. Verstehst du? Ja, bei allem Respekt, Frau Schneider, also in Ihrem Alter so hoch auf eine Gratwanderung gehen Sie jetzt auch nicht mehr, oder? Ja, gut, aber wenn du mal oben bist, ich sag dir, ein Schritt zu fest links, zack. Ein Schritt zu fest rechts, zack. Also wirklich. Und gerade die Fallhöhe wird immer tiefer, das kommt noch dazu. Das stimmt natürlich, ja. Aber Wandern ist ja, das ist so ein Schweizer Nationalsport, oder? Ist gefährlich, man muss sich vor allem gut vorbereiten, oder? Das Wetter analysieren und so. Ja, also ich meine, die Schweiz ist ja ein Wanderparadies. Ja. Ich mache ein Beispiel. Ich meine, jetzt gehst du ins Berner Oberland auf die schöne Blümlisalp, oder? Völlig unverfänglich. Ja, ja. Warte jetzt, dann übernachtest du mit dem Schatz in so einer Sackhütte. Am nächsten Morgen stehst du auf der Terrasse in einem Wahnsinns-Morgenrot, oder? Mhm. Und dann willst du ein Foto machen vom Schatz, gell? Ja, oder? Und dann ist es mega wichtig, oder? Man muss immer markieren, wo man ist. Kennen Sie Peakfinder, oder? Da können Sie mal schauen, wie die Berge hinten dran heissen und so. Ja. Und dann wird es ganz gefährlich. Nachher machst du einen Post auf Instagram und schreibst zum Foto an einen Schatz mit Morgenhorn. Jawohl. Und da hast du Kommentar, kannst du dann lesen. Oder? Dabei hast du nicht einmal etwas Grusiges denken, gell? Ja, aber gleich ist jetzt glaub, schon nicht das Niveau, wo wir jetzt hier im SRF vorstreben, von der Gags. So. Also. Ja, aber die haben alle gelacht. Sorry. Ich meine, so einfach ist es. Ein Hörnchenwitz, oder? Und sie ist einfach lustig, oder? Aber meine, du willst ja im Leben nicht nur... Also, das Ziel ist natürlich, einen gescheiten Witz zu machen. Aber das ist schwierig, gell? Ja, gut, das Schwierigste finde ich persönlich, mir einen Witz zu merken, ne? Ja, total. Also, ich meine, ich erzähle seit Jahrzehnten eigentlich immer die drei gleichen Witze. Das kann ich allerdings bestätigen. Ja, ja. Ist natürlich blöd, manchmal fürs Umfeld, gell? Darum sollte man regelmäßig den Freundeskreis wechseln. Ist das nicht ein bisschen anstrengend? Ja, logisch, aber einfacher als neue Witze auswendig lernen. Aber Entschuldigung, Herr Büsser. Ja. Einen, den habe ich Ihnen noch nie erzählt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Der Waldwitz, oder? Ja? Nein, der Waldwitz. Kommt, das liegt jetzt schon noch drin, oder? Ich meine, den erzähle ich jetzt schnell. Jetzt kommt mal Stimmung in die Sendung. Komm jetzt. Jetzt kommt mal ein anständiger Witz. Komm, den erzähle ich jetzt wieder los. Jetzt los. Da läuft zur Nacht ein wunderschöner, junger, attraktiver Prinz durch den Wald. Okay. Plötzlich steht eine Frau vor ihm. Eine alte Frau, eine wüste Zwiebel mit so fettigen Haaren, Mundgeruch, Warzen auf der Nase und einem grossen schwarzen Rabenvogel auf der Schulter. Da steht Text vor der Prinz und sagt: Oh, junger Mann, wenn Sie herausfinden, wie das Tier auf meiner Schulter heisst, dann dürfen Sie mit mir ins Bett. Der Prinz kommt in Schwitzen, hat Panik, Stress und denkt: Wie komme ich da bloß aus dieser Situation wieder raus? Schaut Text an, zeigt auf den Vogel und sagt: Sibirische Tiger. Ja, worauf die Hexe sagt, ja, das lassen wir gerade noch gelten. Ja. Gut. Schau, der Witz funktioniert, Frau Schneider, oder? Aber schon so ein bisschen stereotypisch. Macht man heute eigentlich nicht mehr. Oder? Ja.
ja, ja, gut, okay. Ja, vielleicht nicht. Ja, also ich meine, als ich in der Schweiz angeschaut habe, ich schon gedacht, es war nicht so eine gute Idee. Ja. Nein, du hast recht. Ich meine, das ist im Reich, also eigentlich schon wieder anfängt, oder? Ja, oder? Läuft es nachts ein attraktiver Prinz durch den Wald? Entschuldigung, haben Sie schon mal gesehen, Prinz durch den Wald laufen? Hey, voilà. Hast du gemeint, der Prinz William läuft es nachts allein durch den dunklen Wald? Ja, gut, der ist auch nicht attraktiv. Anyway, nein, nein, also, nein, ein Förster, ein Mann vom Volk, das wäre logisch, würde Sie machen. Das stimmt. Aber es ist ein bisschen blöd, wenn ich als Mann darauf hinweise, aber das Frauenbild, das Sie diesem Witz vermitteln, ist jetzt schon ein bisschen problematisch, nicht? Ja, das stimmt. Sie haben recht. Also, es ist eigentlich unmöglich. Es ist eigentlich wieder typisch. Gell? Er ist jung und attraktiv und sie ist alt und schrumpfrig. Typisch. Hä? Eine Frau, siehst du? Eine Frau, knapp über 40, peng, gerade eine Hexe. Gerade eine Hexe. Ja? Jetzt hat sie fettige Haare und Mundgeruch. Gut, da könnte man etwas machen. Aber jetzt wird es schon schwierig. Jetzt hat sie Warzen auf der Nase. Man stimmt, dass sie mit einem brutalen Graubereich. Weißt du was? Da kann sie nichts dafür. Das ist Bodyshaming vom Ströbsten. Bodyshaming. Das stimmt, ja. Gut, immerhin gegen den Rabe, dem Witz kann man nichts sagen, oder? Ja, aber da findest du sicher wieder einen, der ausläuft, der etwas zu kritisieren hat. Ja. Nein, also zu Recht, gell? Ich meine, der Rabe, also ich meine, ja, warum muss man jetzt so darauf herumreden, dass der Rabe schwarz ist? Hä? Schwarz, weißt du, in dem Kontext schon mal schwierig, oder? Ja, ich meine, der Rabe ist immer schwarz, ja. Hätte auch können weisse alte Möwen sein. Gut, die sind auch immer weiss, ja. Ja, nein, es hätte können ein Papagei sein, ein farbiger Nein, farbig ist auch nicht gut, falsche Feder, nein. Ein bunter Vogel, bunte Vögel sind ja gerade die, die das Leben schön bereichern, oder? Nein, es hätte... Und es ist einfach... Ein Rabe hat ein schlechtes Image bei uns, weißt du? Das kommt aus dem Mittelalter. Im Mittelalter, da war eine Frau schon eine Hexe gewesen. Nur schon, wenn ein Rabe an ihr vorbeigeflogen ist, hat man sie gerade das Eiterhaufen anzünden, adieu, Foto, tschüss, zack. Es ist so gemein dem Vogel gegenüber. Sie sind nämlich blitzgescheide Tiere. Blitzgescheide. Weißt du, wenn jetzt da ein Ornithologe im Publikum hockt, musst du schauen, der kommt nach der Sendung hinterher und vögelt mich, ich sage. Also. Falls jetzt einer im Publikum wäre, können wir das mit dem Vögeln sonst auch jetzt machen? Das wäre für die DJ-Quote wäre es mega. Sex sells, Frau Schneider. Ja, Sex sells, aber Entschuldigung, jetzt muss ich gleich noch sagen, von wegen Sex, oder? Jetzt kommt die Hexe und sagt, wenn sie herausfindet, wie das Tier heisst, dann dürfen sie mit mir ins Bett. Ins Bett, Entschuldigung. Nein, also, das ist jetzt wieder typisch, wenn wir sind im Wald, hat es da ein Bett. Nein, das ist ökologisch gesehen so heteronormatives Denken, oder? Weißt du, dass Sex immer muss im Bett stattfinden. Wenn sie sind im Wald, sie können sie ja auf dem Waldboden treiben. Oder? Auf einem Mösli, auf dem Hochsitz des Jägers oder meinetwegen im Stehen am Baum. Die sind so unflexibel. Gut, geht uns auch gar nichts an, was sie machen. Kommt noch dazu, oder? Haben die auch das Anrecht auf eine Privatsphäre, oder? Das sind wir ganz ehrlich. Ja, klar. Ja, nein, also. Und dann kommt der Hex und sagt, dann dürfen sie mit mir ins Bett. Hallo, mit mir. Hallo, Gender. Was weiss er? Hat die Hexen Ahnung von dem Prinz, ob der überhaupt ein Prinz ist? Vielleicht ist er ja Prinzessin. Vielleicht ist er schwul, vielleicht ist er ein Tanzprinz, ein Dreckgewinn. Was hat die Hex für eine Ahnung von seiner sexuellen Präferenz? Okay, Frau Schneider, Puls oben runterbricht. Sie regen sich ein bisschen fest auf und sie müssen vor allem nicht hässlich sein auf mich. Sie haben den Witz erzählt. Und dann kommt der doppelt neue Schweizer, der Prinz. Was muss jetzt der Schweizer? Der war ja nicht am Holzsagen gewesen oder am Joggen. Er ist ganz normal durch den Wald gelaufen. Was muss ich sagen? Wenn einer von diesen beiden schwitzt, ist der Hex, die ist etwa in meinem Alter, die hat Wallungen, das wäre los. Jetzt hat er Stress. Warum? Weil sie Mundgeruch hat. Ja, was müssen wir, wenn er sein Hörnchen gewaschen hat? Wissen wir nicht, oder? Nein. Wie komme ich jetzt? Oh, der Prinz, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus? Nur weil sie ein bisschen älter ist als er. Ja, so what? Wissen ihr eigentlich, wie viele junge Männer auf alte Frauen stehen? He? Das weiss ich dann verbindlich, gell? Sie wissen. Also, ich musste ja auch mit ihnen schlafen, damit sie meine Sendung können. Ja, und? Ja, ist doch schön gsi. Ich lurt kurz, aber schön ist gsi. Sagen wir es mal so, ich werde es sicher nie mehr vergessen. Ja. Und weißt, wer ist auch so blöd? Von wegen der Prinz ist auch so blöd. Weißt du, von wegen. Nein, der sibirische Tiger, so ein Blödsinn. Sorry, und da kommt der Text, das lassen wir gelten. Nein, sorry, liebe Leute, das lassen wir gar nichts gelten. Nein, es ist ein Rab gewesen, kein Tiger. Nein, ja. Sorry, Hashtag MeToo, der Doppel hätte einfach können sagen, nein, ich wollte nicht mit dir fahren. Wir haben in diesem Landesgesetz seit dem Juni 23. Nein. Komm, es ist ein fettiger Scheisswitz. Ich habe von Anfang an gesagt, ich wollte nicht in diese Sendung kommen. Das ist ein Scheissdreck da. Es kommt nicht gut. Nein, sorry, wie lange ist es? Ich wäre gescheiter zu Hause geblieben und hätte den Rosamunde Pilcher geschaut und geschlafen. Nein, es ist fettig. Verschneiden, Moment, verschneiden.
Moment. Herr Schneider, Moment. Sie haben noch ein Gastgeschenk zu gut. Ein Gastgeschenk haben Sie noch zu gut. Gastgeschenk? Ein junger Mann, das können Sie behalten. Das konnte ich nicht. Wieso? Entschuldigung. Seit ich diese Sendung schaue, der hat noch nie ein gescheites Geschenk gebracht. Das stimmt doch gar nicht! Fertige Scheissdreck. Nein, vergiss es. Und jetzt komme ich. Das ist typisch, Männer. Die haben keine Ahnung von Geschenken, oder? Am Schluss kommst du noch so ein Plastik-Sondermüll über, so ein Scheissdreck, den die Welt nicht braucht. Ich komme immer so lustige Sachen über. Weißt du, kennst du so mit Batterien, LED-Lampen, irgendetwas so. Gut, sind wir ehrlich, es gibt auch gescheite Geschenke mit Batterie, aber das kommt schon nicht über. Also. Ist fertig. Freut mich, geh jetzt ein Skippli rauf. Nein. Helga Schneider! Was war mit dem Geschenk? Das heißt, Ich hätte noch so viele Fragen. Ja. Ich habe immer gedacht, okay, die Zeit ist vorbei, klickt in der Gespräche. Ich habe jetzt noch eine Frage. Das auch. Und das ist jetzt eigentlich wirklich schade, weil also, jetzt haben wir eigentlich wirklich das erste Mal ein geiles Geschenk. Ja, was machen wir jetzt? Also. Ja, wenn wir es einfach für uns brauchen. Ich finde ja. Und fürs Publikum. Vielleicht. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen das Gastgeschenk, den Chris! Nächste Woche sehen wir uns übrigens schon ab. Jetzt holt das nicht leider ab. Nächste Woche sehen wir uns schon am Samstag wieder. Dann gibt es nämlich eine neue Ausgabe Gipfelstürmer. Und die bietet etwas für das Comedy-Herz. In meiner Sendung geht es nämlich um ein einmaliges Comeback von der Schmirinskis. Der René und der Schmidi sind erstmal wieder zusammen vor der Kamera. Und ich kann euch aus der auf der Aufnahme sagen, da habe ich mir mehr als nur ein Ei gelegt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Gipfelstürmer. René, was machst du da? Ich moderiere. Wir sind doch nicht da zum Moderieren. Was denn so? Nein! All die Comedy-Legenden, auch noch da. Jacopo Müller, Birgit Steinecke und der Wamm. Divertimento, Schmirinski. Ja, wer gehört jetzt da alle zu den Besten? Ja, also der Büssi sicher nicht. Ja, also moderieren oder nicht schlecht. Ja, hör auf, das hätte ich also sicher auch noch angebracht. Jetzt kannst du moderieren. Hä? Ich habe ihn weggezappt. Was? Ja, kannst du auch sagen. Aha. Also, ha! Ja! Jetzt sind wir im. Wie heißt die Sendung? Gipfelstürmer. Ja, Gipfelstürmer, natürlich! Das ist ja die Sendung, die. Jetzt, meine Damen und Herren, viel Spass mit den Schmirinskis. Schmirinskis, Divertimento und andere Fernsehgrössen nächsten Samstag bei Gipfelstürmer auf SRF 1. Und das war's von Lena Switzerland für diese Woche. Jetzt der Florian Hinhausen mit der Sportausgabe von der Tagesschau. Wir sind zurück. Nächsten Sonntag dann unter anderem mit der Tamara Funicello. Gute Nacht miteinander. Schon fertig?
Schade. Late Night Switzerland ist präsentiert worden von Emmy Yogurt Pur. Von beiden kannst du nicht genug bekommen.